Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir zocken nämlich Minecraft. Hatte ich schon öfters mal die Idee gehabt, einfach mal eine Runde Minecraft zu zocken. Auf der Konsole in dem Fall. Habe mir gedacht, glaube ich, ein bisschen zu langweilig. Die Bedrock-Variante ist es, glaube ich, dann zu zocken. Warum nicht einfach mal einen PC setzen? Ich habe ja eh schon einen eigentlich relativ guten PC. Und einfach mal mit einem Shader zu zocken. Sieht doch einfach bei Weitem immer viel geiler aus, als jetzt so dieses stumpfe, diese stumpfe Optik von dem Spiel. Tja, und da habe ich mir einen Shader heruntergeladen. Und zwar die Fabric Mod. Unten links kann man das wunderschön sehen. Modifiziert. Vielleicht hört man das auch direkt. Ich bin mit einem anderen Headset unterwegs, das ich eigentlich sonst nicht nutze, aber das für den PC eigentlich relativ praktisch ist. Vielleicht wechsle ich noch und versuche mein Mikrofon anzuschließen, aber das ist immer relativ hellhörig mit dem. Deswegen mal gucken, ich glaube die ersten Folgen werden erstmal nur mit dem Headset aufgenommen. So, ohne viel rumzuquatschen, starten wir mal in den Einzelspielmodus. Hier hatte ich schon eine Map gestartet, wo ich mal meine Audio getestet habe. War ein absolutes Chaos am Anfang. So, wir wollen natürlich eine neue Welt erstellen. Die nennen wir Mindtopia. Spielmodus Überleben normal. Das passt alles. Befehle erlauben. Wir lassen erstmal aus. Die Welt, Flachland, große Biome, zerpflückt, einzelne Biome oder Standard. Wir lassen es einfach Standard. Strukturen generieren lassen wir natürlich zu. So, als Startwert, also Seed, machen wir auch Mindtopia, damals 2024. Wird so ein Jahresprojekt. Ah, ich denke mal, es wird über mehrere Jahre gehen. Mal gucken. So, mehr Spielregeln. Das ist hier sowas wie Fallschaden. Feuer breitet sich nicht aus und so ein Kram. Das können wir so lassen. Experimente. Das können wir erstmal lassen. Datenpakete, das sind ja hier zum Beispiel die Fabric Mod, also unsere Shader und so weiter und so fort. Aber das spielen wir nicht weiter lang runter und starten gleich rein. Ja, wunderbar. Wir sind direkt in ein Dorf gespawnt. Das ist natürlich Glück im Unglück. So, da hinten lädt noch die Welt. So, hier gibt es erstmal gar nichts. Wunderbar. Aber wir können uns hier direkt Brot holen. Wenn die hier Weizen haben. Ja, da oben haben die Weizen. Das ist eigentlich der perfekte Start. Tja, Steinsäge. Nicht wundern, wenn ich vielleicht etwas verwirrt klinge oder wirke. Ich bin leider nicht so der Beste auf dem PC. Bin allgemein nie PC-Gamer gewesen. Schon immer Konsole. Da kommst du nicht rein, ne? Kollege. Deswegen, ich probiere mich, sage ich mal, hier etwas rum. Kartoffeln brauchen wir nicht, die bringen nicht wirklich viel. Tja, etwas neblig. Da ist der neue Biom, den kenne ich noch gar nicht. Ist das auch Kirsche? Das ist ein anderer Biom. Ist das Schnee? Das sieht so komisch aus. Gucken wir gleich. So, ich habe bis jetzt keine weiteren Mods. Ich habe wie gesagt nur den Shader. Den habe ich drin. Und dann werden wir mal sehen, ob wir vielleicht im Laufe des Spiels welche dann hinzufügen. Da oben haben wir so einen Tower. Da gehen wir nicht hin, die haben gut Munition. Da sind auch Kirschbäume, das ist auch nur der Schatten darunter. An sich ist es ja kein schlechter Ort, ne? So, warte, wie war's? Was war's nicht? Da.
unsere Koordinaten. Das wird die uns. Erstmal zwei Screenshots gemacht. Hoch. Ich glaube, F3 ist hier Screenshot. Na, Kollege. Ich nehme erstmal das ganze Weizen mit. Das ist praktisch. Nahrung am Anfang ist immer so ein Problem. So. Und dann blocken wir mal gleich mal ein bisschen auf Holz rum. Ich denke, am Anfang werden wir erstmal nur eine Runde farmen. Aufbauen tun wir uns, glaube ich, noch nicht wirklich was. Ohne Ausrüstung macht die das immer schwierig. So. Kommen Sie her. Ich brauche Holz. So. Bis jetzt wird das ein Singleplayer-Projekt werden. Vielleicht schauen ein paar Freunde mit rein. Und wir bauen zusammen ein bisschen was auf. Das ist echt geil eigentlich da oben. Ich glaube, da könnte man sich gut was aufbauen. So, ist hier sonst noch irgendwie Holz? Ich glaube nicht. Da unten war noch was. So. Und dann gehen wir gleich mal eine Runde farmen. Ich könnte hier auch sagen, wir zocken erst auf Peaceful, also auf friedlich und gucken dann später mal, ob wir das auf normal spielen. Einfach nur um so einen Start zu bekommen, weil ich starte hier mit gar nichts. Aber ich glaube, das ist erstmal am Anfang jetzt nicht so ein Problem. Ich habe innerlich vor, wirklich weit zu laufen. Deswegen, so. Kompass kann hinten immer gebraucht werden. So. Ja, Minecraft ist schon ein schickes Spiel. Kann man nichts gegen sagen. So. An sich, ich bin auch allgemein bei Minecraft relativ raus. Eigentlich bin ich da komplett raus. Wollte ich einfach gleich in die Höhle reingehen? Ja, zum Thema Höhle gleich. Bin ich komplett raus, da ich so lange nicht mehr Minecraft gezockt habe, dass ich echt keine Ahnung habe, was es jetzt überhaupt noch im Spiel, also was Neues dazu kam und allgemein, was jetzt so das Ding ist. Ja, das ist so ein Problem. Hier auch arschdunkel alles. Ich höre erstmal ein bisschen Stein. Stein ist immer wichtig. Mindestens ein Schwert und eine Pickaxe wäre nicht schlecht. Ich hatte schon. So, das kann erstmal alles hier hoch. Oder das kann hier runter. Das kann dahin. Das Ding juckt mich jetzt nicht. Eine Axt brauche ich aktuell nicht. Daher crafte ich auch keine. Zwar nur eine Fackel. Aber besser als nix. Naja, wir haben diesen wunderschönen geilen Shader. Leuchtet das dann auch ohne die Fackel platziert zu haben.
Das ist echt geil und praktisch. Ich höre was. Ja, die Folgen nehme ich erstmal am Stück auf. Die ersten Folgen, die ersten, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden. Und dann kann ich auf Kommentare eingehen oder Ideen von euch, was wir denn so alles umsetzen können. Für Ideen sind wir gerne offen, in Klammern durch. so. Vielleicht auch, wie gesagt, später im Nachhinein mal Mods. Das ist alles möglich. Oh, ich bin an der Decke hängen geblieben. Das ist natürlich doof. Ah, da war direkt Eisen. Macht sich aber ein bisschen beschissen hier. Aus Gründen. Der denkt jetzt, dass ich unter Wasser bin. Ja. Ich schwimme. Boah, das ist natürlich extravagant lange. Ich will doch bloß das Eisen, Jungs. So zweimal. Aber naja. Egal. Besser als nichts. So, das haben wir so Mini-Höhlen. Es gibt ja jetzt so richtig elendig große Höhlen. Ich glaube, die Sonne geht schon unter. Das ist natürlich Kacke. Was unter Wasser ist hier. Ich glaube, das brauche ich nicht nehmen. Das ist alles nicht lohnenswert. So, auch wichtig für mich. Es gibt Phantome, da muss ich drauf achten. Und sich da, nicht, dass ich da einen abbekomme. Die können echt nervig werden. Die Viecher. Ja, erstmal mit dem Schwert draufhauen. Richtig schlau von mir. Ich nehme die Fackeln erstmal mit. Am Anfang ist das eh noch eine Rarität. Kohle an sich ist jetzt nicht so das Problem, aber. Naja. Irgendwie relativ ruhig. Oder ist es neu, dass die erst ab einem bestimmten Tag angekrochen kommen, die Viecher? Oder ab der ersten Nacht? Ich weiß es doch auch nicht. Ich spiel doch bloß. Und da ist auch schon unsere Holzspitzhacke weg. Weg das Ding, das brauchen wir eh nicht. So. Dieses komische leuchtende Moos, was ich noch nicht verstanden habe. Zumindest den Sinn dahinter habe ich nicht verstanden. Ich denke mal, ich gehe gleich zurück. Weil hier ist, glaube ich, erstmal noch nicht viel zu finden. Und da es eh dunkel wird. Erstmal nehmen wir die Kohle mit. Das ist immer wichtig. Behausung haben wir in Anführungszeichen ja da oben. Dann können wir auch erstmal unsere erste Hütte da hoch knallen.